Herzlich willkommen zu meiner neunten Übung mit GIMP, die ich jetzt nenne Punkte tanzen animierte GIFs. Warum ich diese Überschrift gewählt habe, wirst du gleich sehen. In die Aufgabenstellung lautet jetzt folgendermaßen: Eine Firma, die tolle Webseiten produziert, hat von einer Sportartikelfirma den Auftrag bekommen, eine Animation zu erstellen, die einen springenden Ball darstellen soll. Die Chefin der Firma, die diese Animation erstellen soll, wendet sich hilfesuchend an dich und du erklärst der Dame, dass man für diesen Zweck eine sogenannte GIF-Grafik verwenden kann. Die Abkürzung GIF steht für Graphics Interchange Format und ist ein Grafikformat mit guter Komprimierung für Bilder mit geringerer Farbtiefe, also nur bis zu 256 verschiedene Farben pro Einzelbild. Dies hat also den Nachteil, dass man so nur Fotos mit bis zu 256 Farben in diesem Format in einer Datei speichern kann. Ein Vorteil der Nutzung dieses Formats liegt darin, dass man mehrere Bilder in einer einzigen GIF-Datei speichern kann, was vor allem für einfache Animationen wie in unserem Beispiel verwendet wird. Alle in der Datei gespeicherten Bilder werden der Reihe nach in bestimmten zeitlichen Abständen dargestellt. Und diese Möglichkeit der Speicherung mehrerer Bilder in einer Datei ist genau jene Möglichkeit, die man für unsere Zwecke mit Hilfe von GIMP nutzen kann. Und dazu machen wir gleich in GIMP die entsprechende Zeichenfläche. Wir gehen auf Datei neu. Und ich will jetzt hier eine Breite von 100x100, also nicht allzu groß. Vergrößern wir das Ganze vielleicht noch. Und da ich hier eher mehrere Bilder brauche, werde ich das hier in mehreren Ebenen umsetzen. Und das kann ich bei GIMP recht gut machen. Ich kann Ebenen, die ich jetzt schon habe, vervielfältigen. Ich kann ein Duplikat machen. Das Ganze mache ich dann neunmal. Das dürfte jetzt hier passen. Ich gehe jetzt hier hinein und benenne das Ganze vielleicht um. 01, 02, dass man den Überblick nicht verliert. Ich bin schon bei 04, das ist bei der vierten Ebene. 05, 06, 07, 08 und 09. Dann kann man darauf hinweisen, wenn ich hier hineinklicke und dieser Bereich hinterlegt wird, dann wird die entsprechende Ebene bearbeitet. Nur zur Information, wenn man hier dann die Augen wegnimmt, dann sieht man die entsprechenden Ebenen nicht mehr. Also wenn ich hier zum Beispiel in der siebten Ebene etwas zeichnen würde, mache jetzt hier das herein, würde ich jetzt hier zum Beispiel mit dem Pinsel etwas malen. Dann sieht man das, wenn ich das hier jetzt wegnehmen würde, würde man es nicht mehr sehen. Mach das jetzt einmal. Noch einmal bearbeiten, rückgängig mit dem Pinsel. Aber es ist ja nicht mehr gemalt. Und jetzt mache ich der Reihe nach, gehe ich dann da herein in die erste Ebene und zeichne dann einen Punkt. Will da vielleicht dann doch einen etwas kleineren Punkt. Und die Größe wird auch etwas verkleinert. Gerade wenn die Zeichenfläche doch nicht allzu groß ist. Das muss ich nicht sein, aber vielleicht so. Dann gehe ich jetzt hierher und wähle dann hier unten einen Punkt. Gehe jetzt hierher, wähle mir die zweite Ebene aus. Ja, wenn ich das jetzt so machen würde, würde ich dann die erste sehen, die zweite sehen. Wähle das hier weg, gehe dann hier herein. Gehe dann hierher, wähle einen Punkt aus. Gehe dann hierher. Ich lasse mich dann überraschen, dass es jetzt ineinander geht. Wir werden dann das Gesamtergebnis sehen, wie gut ich das eingeschätzt habe oder eben nicht. Der Ball dann springt, geht dann hier in die 8. Ebene, lassen ihn jetzt wieder heruntersacken und dann macht er einen ganz schnellen Weg wieder nach unten und daher. Da macht er einen ganz einen weiten Satz. Kann jetzt hier mehrere Ebenen zum Beispiel anwählen. Nicht, dass ich es aus Versehen wieder herausnehme. Und habe dann wirklich mehrere Punkte. Dann man sieht das hier recht schön, hier in diesem Fenster, wie das dann wandert. Und das Ganze exportiere ich jetzt dann. Rechte Maustaste, exportieren. Und ich mache daraus dann 010. Nehme hier ganz entscheidend hier eine GIF-Änderung. Das
Das heißt, je nach Änderung muss ich hier unten GIF wählen, ein GIF-Bild, klicke auf Exportieren. Ich werde hier gefragt, was ich machen möchte, und da ist ganz wichtig, dass man das Hackerl bei Animation setzt. Ja, die Schleife soll endlos, also es soll eine endlose Schleife, soll immer wieder die Abbildungen wiedergegeben werden. Der Abstand zwischen den Bildern, wenn sie dargestellt werden, 100 Millisekunden, das passt ganz gut. Dann klicke ich auf Exportieren und ich habe das Bild exportiert. Jetzt schaue ich mir an, wie das Ganze geworden ist. Ich gehe dorthin, wo ich es gespeichert habe. Ich gehe jetzt hierher und man sieht, wie da die Bälle dann immer wieder anspringen. In dem Fall geht das immer in der umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, wenn ich eine andere Richtung haben möchte, müsste ich dann in dem Fall die Reihenfolge der Ebenen dann verändern. Ja, also du siehst, dass man auf sehr einfache Art und Weise eine Animation mit GIMP erstellen kann. Natürlich im GIF-Format.